Die Schattenseiten des Krieges spüren auch wir Verbraucher bereits deutlich durch die steigenden Energiepreise, denn die Kosten für Gas, Strom und Sprit, die sind einfach mal auf einem Rekordniveau. Das alarmiert auch Deutschlands Top-Ökonomen. Dass da keine verlässlichen Prognosen zurzeit möglich sind, senkt die Wirtschaftsweisen jetzt ihre Konjunkturprognosen für dieses Jahr deutlich, wie Fanny Huschten zeigt. Der wirtschaftliche Erfolgspfad, er ist blockiert. Stark steigende Energiepreise, hohe Inflationsraten, neue Belastungen von Lieferketten und große Unsicherheit. So sieht das auch der Sachverständigenrat, der die gesamtwirtschaftliche Entwicklung düster einschätzt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine erhöht die Unsicherheit beträchtlich, dämpft das Wachstum und trägt zum Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise bei. Die sogenannten Wirtschaftsweisen korrigieren demnach ihre einstige Prognose. Statt um 4,6% wächst das deutsche Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um nur 1,8%. Wegen der steigenden Energiepreise erwartet der Sachverständigenrat auch eine deutlich höhere Inflationsrate. Die Schätzung für Deutschland liegt nicht mehr bei 2,6%, sondern nun bei einer Inflationsrate von 6,1%. Schon jetzt fordern die großen Industriegewerkschaften angesichts der hohen Energiepreise staatliche Hilfe, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Im Falle eines Lieferstopps wären auch viele andere Arbeitsplätze definitiv weg. Wenn die Menschen mehr für Heizen und für Autofahren bezahlen müssen, dann geben sie weniger im Restaurant oder für andere Dinge aus. Und dann gehen dort Arbeitsplätze verloren und die Wirtschaft gerät in einen Abschwung. Um schneller unabhängiger zu werden, sieht Wirtschaftsminister Habeck nur eine echte Lösung. Das beste Mittel, das wir haben, ist der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien und die Reduktion von dem großen Verbrauch von Energien. Die Effizienz nach oben zu bringen, zu überlegen, wo man einsparen kann. Doch kurzfristig wird das nicht reichen und der Kreml hat ein Ultimatum gestellt. Ab Donnerstag sollen russische Energieunternehmen Gas nur noch für Rubel liefern. Und damit schauen wir zu Christina Lewinsky vor dem Kanzleramt in Berlin. Guten Morgen, Christina. Droht womöglich ein noch stärkerer Abschuss der Wirtschaft, wenn Russland tatsächlich die Öl- und Gaslieferungen dann einstellen sollte, wenn es keinen Kompromiss geben sollte, was die Zahlungen angeht? Guten Morgen, Carsten. Ja, die große Sorge ist natürlich, sollte dieser Lieferengpass eintreten, dann könnten die großen Unternehmen in Deutschland als erstes darunter leiden. Machen wir es mal ganz konkret, glaube ich, das ist am einfachsten. BASF zum Beispiel, Ludwigshafen, große Chemieproduzent, die haben bekannt gegeben, dass wenn weniger Gas geliefert wird, und zwar weniger als die Hälfte, dann müssen sie nicht nur einen Teil ihrer Produktion einstellen, nein, dann müssen sie komplett den Betrieb stoppen. Und es hätte natürlich A, den Nachteil, dass die Mitarbeitenden zum Beispiel in Kurzarbeit geschickt werden, aber B natürlich auch, dass die gesamten Bauteile, die chemischen Baustoffe zum Beispiel, die BASF herstellt für ja viele andere Firmen in Deutschland, dass die eben auch nicht mehr produziert werden. Und das heißt eben, dass viele Lieferketten dann komplett unterbrochen werden oder zumindest teilweise einbrechen. Das hätte also einen wahnsinnigen Domino-Effekt für Gesamtdeutschland. Und das ist eben genau diese fast unkalkulierbare Sorge, die man momentan hat. Das zweite zum Beispiel ist, dass aus Erdgas ja auch Düngemittel hergestellt wird durch das gewonnene Ammoniak. Heißt also weniger Erdgas, weniger Düngemittel, beziehungsweise die Preise für dieses Düngemittel, die steigen enorm an. Und das wiederum würde dann eben auch für jeden Einzelnen von uns im Supermarkt gestiegene Lebensmittelpreise bedeuten. Und diese Lebensmittelpreise, sehen wir ja, die sind sowieso schon angestiegen. Das heißt also, sollte es wirklich zu einer Verknappung kommen in dieser Energielieferung aus Russland, dann hätte das enorme Konsequenzen, die man eben jetzt aber heute, am heutigen Tage, noch überhaupt noch nicht wirklich abschätzen kann.